Ist doch merkwürdig. Als ich meinen Mann umbringen wollte, hat man mir nichts getan. Aber jetzt, wo ich alles versucht habe, um ihn zu retten, soll ich bestraft werden. Ach, das, meine Liebe, sind die Winkelzüge der Justiz. Die Wahrheit ist das, woran die Leute glauben wollen. Ich würde alles dafür geben, wenn Louis noch leben würde. Alles. Vor 3 Tagen waren Sie davon überzeugt, dass mein Mann ermordet worden ist und ich die Komplizin des Mörders war. Wir denken, dass die Tatsachen anders interpretiert werden könnten. Arme Julie. Eine unglaubliche Geschichte. Ich bin völlig verzweifelt. Es kommt mir vor, als lebte ich in einem Albtraum. Er muss was in der Hand haben, das beweist, dass Mal versucht hat, ihn zu töten. Aber das kann doch nicht wahr sein. Es kommt leider noch schlimmer. Marl, so sagt der Polizeibericht, war ihr Geliebter. Er konnte natürlich die Verabredung nicht einhalten, da er einen Autounfall hatte und umgekommen ist. Brauchen Sie sonst noch was? Ein Polizeibericht hat behauptet, dass das Verbrechen von Monsieur Joseph Marl und seiner Komplizin, Madame Julie Wormser, geborene Schumann, begangen wurde. Na bitte, jetzt weiß man doch wenigstens, warum er sich zu halten hat. Über den Tathergang wurde folgende These aufgestellt. Jetzt sind alle Toten wieder auferstanden. Ist das, woran die Leute glauben wollen. Außerdem vergessen Sie nicht, wir leben in einer Männerwelt. Mit Gesetzen, die gemacht sind von Männern für Männer. Es ist die Gerechtigkeit der Männer. Sie versuchen nicht mal, mich zu verstehen. Ach, das, meine Liebe, steht auf einem anderen Blatt. Der Richter erwartet Sie.